Come on. Hey, die Arbeit ist erledigt, General. Du kannst jetzt aus deiner vollgepissten Feiglingsecke rauskommen. Wieso habe ich jetzt auch alles voll? Die waren doch nicht voll, oder? Unser guter General ist zu einer riesigen Memme mutiert, seit er durch diesen radioaktiven Schleim. Wenn das mal nicht ein Bug ist, ey. Komm schon, in den Tunnel davon. Ich hoffe nur, unser Riesenarschloch passt da durch. Hier ist überall dieser toxische Schleim. Jetzt wissen wir, was die Insassen zu diesen Freaks gemacht hat. Einen Scheiß wisst ihr! Du bringst dir Bürger der Konföderation um, Junge! Die Touristen, die das haben, sind hier runtergekommen, um sich vor den tobenden Knackis an der Oberfläche zu verstecken. Checkpoint. Mein Gott. Du hast vielleicht gerade eine nette Lehrerin umgelegt. Eine Mutter von drei Kindern. Du solltest lernen, die Freude in deiner Stimme besser zu verbergen. Der ist ein Psychopath, ey. Nichts anderes. Oh, shit. Dann machen wir es einfach so, genau. Oh, das war zu doll. Oh, nicht schon wieder klettern, ey. Noch Muskelkater vom letzten Mal. Oh, rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Mutig. Was mutig? Och nö. Die interessieren sich überhaupt nicht für uns. Hm. Die haben Angst. Vermutlich ist Grace liebe Mutter hier irgendwo und sehnt sich nach Zärtlichkeiten. Nee, hey, was sind das für Dinger? Seht euch die Scheiße an, die brennt sich durch den Fels. What the fuck? Ist voller radioaktiver Hämolymph. Rechts. Bleib in meiner Nähe. Nicht schlecht. Die haben ganz schön helles Blut, ey. Wenn es mal dunkel ist, müssen sie einfach mal ihren Arm aufschlitzen und dann wird die Nacht zum Tag. Ist das hier eine Art Völkerwanderung ist? Ist ein ganz mieses Juju. Mein Arsch juckt total. Das war noch nie ein gutes Zeichen. Da, der Aufzug funktioniert noch. Schön, noch ein Aufzug. Packen wir mal die Sniper weg. Hier könnte ich jetzt die Ladung freischalten. Für 3000, das ist ein bisschen heftig. Alter, ich habe hier wirklich jetzt alles voll. Das geht doch nicht. Ich glaube, ich benutze das Ding mal. Da werde ich auch die Ladung freischalten. Und auch gleich ganz upgraden. Ich bin auch ein Fan von Vollständigkeit, also ich kann das immer nicht ab, wenn irgendwas nicht, wenn irgendwas fehlt. Oh, was haben wir denn hier? Ach, und Muni, hätte ich mir gar nicht kaufen müssen. Ey, wenn hier so viel Muni liegt, ja, dann habe ich echt kein gutes Gefühl dabei. Oh-oh. Wollen mit Absicht! Deine Sackratten machen Jagd auf uns! Lass sie nicht in die Nähe der Zahnräder! Sie schmelzen sonst doch die verfickte Turbine ein! Ja, wo sind die denn? Scheiße! Alter, ist das schwer.
Oh, ist das anstrengend. Boah. Sag mir bitte, dass es gleich vorbei ist. Lauf, Ishi, lauf! Boah! Das war viel zu knapp. Ein Scheiß war das! Wie willst du denn erst zittern, wenn du mal in einen richtigen Kampf kommst? Du strengst dich zu sehr an, General. Entspann dich. Lass zu, dass sich die Überkompensation ganz natürlich entwickelt. So sieht's aus. Ladung würde ich hier auch gerne mal sehen. Alter, da habe ich doch auch nicht so viele Ladungen gekauft, oder? Doch, habe ich. Ich glaube schon. Oh, frei. Ich sehe den Himmel. Seht nur, was ihr verräterisch gemacht habt, meinem Baby angetan habt. Die Uhr tickt. Wir müssen da runter. Der Stahlseil dieses Krans da müsste uns halten. Boah, ist das ein Ding, ey. Ist das ein Klotzer? Hui! Sechster Akt, Kapitel 3. Die Leichen gehen nicht aus dem Sinn. Oh. Okay, ich glaube, das Spiel endet. Endet bald. Okay, weiter geht's. Ah, ne, ich wollte eine Ausnahmepause machen, glaube ich. What the fuck? Komm schon, ihr Schlappschwänze, mein Baby ist da vorne. Wie sind wir in der Zeit? Genauso beschissen, wie deine Fresse aussieht. Wenn wir nicht bald da reinkommen und die Bombe entschärfen. Sind wir alle tot, schon verstanden. Ich schätze, meine Crew ist bereits tot. Tot an Grayson Hunt. Jetzt kannst du deinem Strafregister auch noch Massenmord hinzufügen, Hunt. Ach man. Was denn? Keine schnippische Erwiderung. Okay, ich bin noch bis zum nächsten Speicherpunkt. Speicherpunkt. Das ist echt gigantisch, ey. Das ist Wahnsinn. An Bord der Ulysses waren über 700 Seelen. Ihr seht sie hier vor. Lass es gut sein, Serrano. Das hier waren menschliche Wesen, die du getötet hast, Gray. Sie hatten Familien, Menschen, die sich auf sie verlassen haben. Weißt du, wie viel Leid du damit im ganzen Universum verursacht hast? Ich würde sagen, wir hatten beide unseren Anteil daran. Wir reden hier nicht über mich. Was wir hier vor uns sehen, sind nicht die Leichenstapel derer, die ich getötet habe. Kannst du mal aufhören, uns ein schlechtes Gewissen einzureden? Es nervt langsam. Einige wurden gefressen. Andere wurden verstümmelt, bevor mit ihnen herumgespielt wurde. Die Burnouts sind hier. Ich habe Lust, was zu erschießen. Aha. Fitness, mal los. Alles, was... Njam, njam, njam. Ach so. Ich habe das Gebiet erfasst. Es gibt nur einen Weg hindurch. Folgt mir! Warum so schweigsam, Hunt? Hier gehen wohl die ganzen Leichen nicht aus dem Sinn, was? Oh. Jetzt bin ich mal gespannt, was das macht. Das war's? Bang, bang, baggedy bang. Noch wer? So, was macht das denn jetzt nochmal? Ah. Wiedersehen.
Gebäude ist durch das Gewicht der Gerissens gewaltigen Belastungen ausgesetzt. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Zeit lassen, ein Nickerchen halten. Du hast die Führung, also gibst du auch das Tempo vor, Ishii. Hier wäre jetzt ein Checkpoint, aber ich glaube, hier ist doof dann zu speichern, wenn ich wieder reinfinden will. Das ist Damage. Nom, nom. Tag. 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 Eine Sackgasse. Nein, es gibt einen Weg hindurch. Wo? Boah. Ich bin beinahe wieder erschreckt, ey. Das war jetzt schlecht von mir. Wir sind fast da. Oh. Jetzt bin ich kampfbereit. Na, Bent. Oi. Stirb doch mal. Ramme. Sind wir richtig? Sieht so aus. Bye bye. Wow. Bye bye. Das ist so Hammer. Okay, jetzt geht's los. Und was jetzt? Jetzt einnisten und ein neues Leben anfangen. Was siehst du dir da an? Heilung! Beeilt euch gefälligst, ihr Kackfressen! Die Bombe ist da lang! Dort, hinter den Leichen dieser Mütter und Väter! Oh, jetzt hör auf! Das Ding ist am Arsch! Greift dir diese Kiste und blockiert die Tür. Alles klar, ich will nichts hören, Beeilung. Ja, bla bla bla. Der Gang ist zerstört, aber dieser Schacht führt uns hin. Dann mach mal auf, Captain. Tick, tack. Seid ihr nervös, Jungs? Halt endlich deine verfickte Fresse. Oh, ist das Baby etwa mies gelaunt? Das ist die Schuld, richtig, Junge? Und all diese Toten helfen auch nicht wirklich. Nur noch mal! Gern geschehen. Bist du etwas sensibel, Junge? Soll dich Papa in den Arm nehmen und dir sagen, dass du das gut gemacht hast? Boah. Die Fluchtkapseln. Nur die Hälfte von ihnen wurde benutzt. Wir hatten nicht wirklich viel Zeit, nachdem dein kleiner Wichser hier uns gerammt hat. Wir haben dein Schlachtschiff abgeschossen, das haben wir getan. Deinen kostbaren Warbird mit einem Klasse D Spectre vom Himmel geholt. Das tut doch bestimmt weh, oder? Und auch wenn es nicht deine ganze Crew rechtzeitig in die Fluchtkapseln geschafft hat, dir ist es gelungen. Frauen und Kinder zuerst, war es nicht so? Da hält er die Klappe. Was denn jetzt? Wo geht's weiter? Ach, da runter. Ich bin so verpeilt. Och, nö. Erinnert schon ein bisschen an Dead Space. Ich messe eine beträchtliche Menge Acrylnitril in der Luft. Hochentzündlich und giftig. Ihr dürft nicht schießen. Keine Knarren. Na, das wird ein Spaß. In dem Spiel schon, ja. Darf ich die Peitsche benutzen? Mitten und peitschen. Nicht schießen. Wie soll ich das denn anstellen? Ach so.
kommt der. Schön püriert. Oh, ich wollte gerade drücken, ey. Das ist echt schwierig, nicht zu drücken. Eieieiei. Ja, brüll mal nicht so rum. Volltreffer. Ein paar Stockwerke nach oben und wir sind da. Aua. Elektromagnetische Impulsfelder. Die automatischen Eindringlingsdetektoren haben das Sicherheitsprotokoll aktiviert. Ich kann nichts dagegen tun. Dieser Fusionsreaktor ist instabil. Er müsste die Felder kurzzeitig überlasten können. Ich werde jetzt erstmal eine Aufnahmepause machen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge und dann werden wir auch sehen, was dieser komische Reaktor macht und vor allem die Bombe. Alles klar, tschüss!